Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Hybrid-Golf. Ich weiß nicht, ob ihr euch das gut fanden oder nicht. Hybrid-Golf? Der Hybrid-Golf, der Hybrid. Weil er, egal. Zum Thema Golf 2. Mhm. So, es geht weiter und zwar wird das Auto gerade gerupft, gerade leer geräumt. Wir sind schon fleißig am Messen, wo wir gleich raussägen. Ob man die Döme lässt oder nicht lässt, ob man sie nutzt oder nicht nutzt, ist gerade die Mega-Frage. Das sind die Döme. Ein Domlager oder ein Dom ist da, wo der Stoßdämpfer sein Zuhause hat. Ne? Weil der Stoßdämpfer braucht ja einen höheren Anlagerungspunkt. Mhm. Bei dem Video, bei dem Mercedes-Video, hat man gesehen, dass bei den älteren Mercedes die Dämpfer oftmals weit tief unten angeschraubt wurden. Mhm. Auch was interessant zu sehen ist, ist, dass damals die Technologie gar nicht, das ist so verrückt, das ist so simpel, aber der Stoßdämpfer, schaut mal bitte, wie tief der Dom sitzt. Es gibt ja eigentlich keine technische Erklärung wirklich, warum der Dämpfer so kurz gebaut ist, siehst du das? Aber dadurch war das der Fahrkomfort und der Dämpfkomfort oftmals sehr schlecht. Mhm, brauchst du ja ein bisschen Platz, ein bisschen Federweg und alles. Ich kenne mich schon ein bisschen aus hier. Genau, und dann sind die Döme immer weiter nach oben geragt. Ja. Ne? Hätte man damals ein Auto designt, hätte der Autodesigner ja immer gesagt, ich will hier Platz haben. Mhm. Jetzt hat der Stoßdämpfer, der für den Fahrkomfort sorgt, ja seinen Platz am höchsten Punkt im Innenraum gefüllt. Ne? Mhm. Sitzbank ist auf der Höhe, alles ist nix da oben hingebaut. Mhm. Was ja auch für die Produktion einen technisch hohen Aufwand bedeutet. Mhm. Ne? Statt einfach den Dämpfer unten zu montieren. Oder will ich es auch mal noch liegen, den Dämpfer? Tapira? Nee. Amando, hä? Mini. Ja, stimmt, Mini R56, der hat liegende Dämpfer hinten. Aber welcher hat denn nochmal von diesen SUVs, von diesen, nicht SUVs, von diesen Minivans? Der hat komplett liegende Dämpfer. Was französisches war das? Oder Multiplatte, der nicht auch? Ne, Ente. Hat die ja, Ente hat Unterzug, ja. Okay. Ente ist voll Katastrophe. Ja? Hat dementsprechend auch gerappelt alles. Ja, aber Ente ist ja auch Kult an sich, ne? Mhm. Also, alles wird rausgenommen, damit es auch nicht dementsprechend kaputt geht. Bei Amandus ist es mal so eine Sache bei der Demontagephase. Hauptsache raus. Ne? Ey, ich hab mir gefragt, was du noch brauchst, deswegen... Weil Amando will das Auto eigentlich bis morgen fertig haben. Er hat nämlich keine Zeit für den Scheiß hier. So, komm mal her. Da ist unser originaler Benzintank. Da wird ein Benzintank keinen Platz mehr haben, weil wir werden gleich sägen. Jetzt muss man gleich mal das Auto hochheben auf der Bühne. Siehst du hier die Fanitstellen? Wir müssen gleich gucken, wo der Träger oder der Rahmen wirklich genau lang geht. Finger noch dran? Ja, ein Stück Bälle ab. Okay. Und dann wird nachher hier entlang gesägt bis da vorne ran. Mhm. Und das wird alles rausgetrennt. Und dann wird hier nachher der VR6-Motor sitzen. Hinten. Ach genau, du bist ja noch neu im Thema, richtig? Ich bin noch voll neu im Thema. Ja, der Motor kommt nach hinten. Krass. Das ist cool. Finde ich auch. Und was passiert dann vorne? Nichts. Nichts. Erstmal. Erstmal. Und gucken, was noch kommt. Gucken, was noch kommt. Das heißt, der Motor kommt hier so rein. Geil. Genau. Und das heißt, wir werden die Stoßdämpfer demontieren an dem Paket. Das ist das Technikpaket da quasi. Das ist aus dem Golf 3 VR6 so raus. Stoßdämpfer ab, weil die werden uns im Weg stehen ein bisschen und dann kommt der ganze Bums dort rein. Mhm. Werden wir den verstecken so irgendwie oder wird das über Hot Wheels sein, dass der Motor da so rausguckt, man durch die Fensterscheibe da drauf gucken kann? Wir müssen ein bisschen auf die Thermik achten, weil so ein Motor strahlt ja auch extrem Hitze aus. Das heißt, der Sitz geht nachher so hier hoch, ne, so sitzt man hier oder hier so, weil hier war der Fußbaum für die hinteren Passagiere. Und dann wird nachher die Wand hier so hoch gehen. Also wenn du da Gas gibst, der Krümmer guckt zwar nach hinten ne, und die Ansaugbrücke in den Fahrzeuginnenraum, aber selbst dann wird das ganz schön warm. Ja. Und dann wäre es besser, wenn wir nachher in den Bodykit, wir können mal ein Bild reinmachen, ist ja hier eine Öffnung, wo der hier Luft dann durchzieht, so hier rein. Da wir ja vorne sehr viel Platz haben, werden wir die Kühlerpakete zum Thema Wasser nicht in die Seitenkästen reinmachen müssen, weil die kommen nach vorne. Ganz normal, wo sie jetzt auch sind. Aber wir werden Luft, denke ich mal, durch die Seiten rechts und links rein transportieren, um einen gewissen Luftdurchsatz zu haben im Motorraum. Ja? Muss ja irgendwie. Ist ja kein luftgekühlter Wagen wie bei einem Porsche, der von oben oder von hinten über das Lüfterrad sich Luft reinzieht und über die Zylinderköpfe durchströmt. Sondern hier ist es so, das ist ein wassergekühlter Motor und wenn der zum Beispiel an der Ampel wird er nie stehen, aber wenn der Wagen steht und er läuft und die Hitze sich staut, ist das halt nicht so gut. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass hier zwei Lüfter reinkommen.
und man dann die Luft durch diesen Kasten, der hier reingeschweißt wird, durchzieht. Geil. Ich fände halt ganz geil, wenn man nachher die Scheiben hat und man guckt rein, dass man hier eine Platte hat. Mhm. Wir können mal Bilder reinmachen von dem Renault Clio V6. Der hat nämlich, das war auch ein Renault Clio. Okay. Und da hat Renault eine Version gebaut mit einem V6 Heckmotor. Hm. Kenne ich gar nicht. Nein? Nee. Der hatte dann auch hinten so eine Plexiglasabtrennung. Genau. Der hatte das nämlich auch so ähnlich gebaut. Und das war ganz geil, konnte sich die Seitenscheibe gucken. Und dann war einfach hier so ein Brett. Genau, Türen kommt alles ab. Die Türen werden nachher gewechselt zu den neueren Türen, weil das sind ja die älteren. Und die Türen kommen deswegen raus, um einfach einfacher arbeiten zu können, das Bums nehmen zugegen. Doch umso mehr wir rausnehmen und gleich wenn wir hier sägen, müssen wir wahrscheinlich Versteifungsstreben hier reinschweißen, weil das dann unheimlich instabil wird. Wenn du merkst ja hier, ja. Am Ende des Tages ist so ein Auto echt nicht viel. Ne? Das ist halt nur Blech da. Und Metall. Ja. So, das heißt spannend jetzt gleich, wenn hier gesägt wird. Moment. Wir sehen, das Motorskin ist drin. Er ist auf jeden Fall von der Höhe her. Wenn wir bekommen keine Höhenprobleme, das ist schon mal die halbe Miete. Bekommen wir keine großen Rahmenprobleme. Erklär mal, was meinst du, was wir machen sollten? Die Aufnahme hier. Ja, den ganzen Vorderwagen, was ich dir gesagt habe. Das alles abschrägen und was hier einschweißen. Dass wir die originalen Punkte haben. Ganz genau. Und von verbinden wir es wie bei dem M4-3-Ding. Was für mich nur gerade der Punkt ist, ist, wie viel müssen wir eigentlich höher? Weißt du, weil wenn man jetzt guckt, wo da die Achse raus... Dann sitzt die Achse über den Rahmen. Der muss ja gucken, dass die... Geht der Wagen ein bisschen tiefer? Nein. Gerade ist, geht es ungefähr gerade, im Radhaus steht, ohne Dämpfer. Wie meinst du? Dass die Antriebswelle jetzt gerade steht zum Radhaus hin. Daraus weiß er, wie hoch der muss. Mhm. Ja, ich meine, das haben wir ja auch bei manchen Autos, dass die Antriebswelle da nicht richtig sitzt. Also die kann ja auch so oder so sitzen. Also wir kommen nicht tiefer, ne? Weil der wo anlegen würde? Hier, ne? Ja, da drüben wird der auch. Weil wenn man jetzt von hier so schaut, okay. So 18 cm ist viel zu tief. 18? 18 cm. Halt mal bitte die 18 hinten an den Stabi. Unten. Hier? Genau. Wie viel ist das? 18 cm sind das hier. Okay. So quasi, dass der Punkt an den unteren Rahmen ja, der genau. Links ist. Also minus 18, 20, vielleicht sogar etwas mehr. So, und dann hätten wir ja auch hier noch Platz. Das wenn wir das sowieso komplett wegschneiden. Genau. Das kommt komplett weg. Deshalb den anderen Rahmen hier mit verbinden, da vorne mit verbinden. Aber den Dom aus dem Golf 3 können wir auch nicht nehmen. Weil wir müssen halt weiter hier rein. Aber trotzdem Längsrahmen. Den kannst du sowieso. Den stimmt, hier, ja, ich verstehe, den Längsrahmen kann man eh nicht sowieso. Ja, kannst du sowieso nicht. Auch wenn du den anderen da reinsetzt, du musst den behalten.
sonst knickt ja der ganze Heck dann weg. Deshalb, du kommst mit der Felge nicht wirklich weiter rein. So, wenn wir jetzt hier in die Vollen gehen, dann haben wir hier schon mal 35 cm. Das Bodykit wird mindestens breiter, mindestens wird das Auto 15 breiter. 40, 50 cm. 5 cm in Zoll sind 19,6 Zoll. Das ist nicht schlecht. Ah, aber ohne Dämpfer. Ah, das war der Punkt. Okay. Weil das Federbein wird ja hier drin stehen. Der Dom ist da. Aber wir können ja trotzdem, Armando, wenn du einmal schaust, jetzt geht es ja linear nach oben. Wir können aber das ja behalten, aber wenn man hier auftrennt und das sitzt nachher hier, das würde gehen. Du kriegst ein bisschen schräg, aber du darfst unten am Rahmen nichts weg. Nee, das ist richtig, das will ich ja gar nicht. Ich will ja, dass der Dämpfer nicht so steht, ich will, dass der Dämpfer so steht. Das heißt, der obere Punkt ist nicht mehr hier, der obere Punkt ist hier. Aber das ändert sich nicht. Sondern der Dämpfer geht einfach schräg hier durch. Das heißt, das bleibt und wir gehen hier hoch. Aber wir müssen es irgendwie schaffen, also 15 Zoll, also wir sind gut dabei, also wir müssen nicht so weit rein. Ne? Wir sind ja jetzt 19 Zoll und wenn man jetzt 19 Zoll abzieht, wenn man jetzt, ja, wir haben Platz. Aber trotzdem müssen wir mit dem Dämpfer weg. Wir können den Dämpfer nicht reinstellen. Das muss. Das wäre das was Neues, ne? Ja, ja. Was ist denn, wenn man den trotzdem behält, ne? Abnimmt. Die Länge des Dämpfers können wir ja selbst bestimmen nachher. Ne? Und wir wirklich das Ding runterschieben, dasselbe Bauteil. Nee, was machen wir? Drehen die von rechts nach links. Aha, weil die Form ist ja jetzt gegenläufig. Wir nehmen den, stecken ihn hier drauf, schieben den runter, dann guckt er ja hier hin, schweißen den so drauf und das gleiche drüben. Wie viel breiter ist der Golf 3 wie der Golf 2? Oh, schon ein Stück. Ich sage 10. Jetzt schon so. Wenn du mit damit noch weiter kommst, ah, das fängst du dann mit dieser genau. Aufnahmeplatte. Dann kommt so eine Platte für euch, weil das jetzt gerade schwer zu nachvollziehen ist. Das ist der hintere Dämpfer. Mhm. Der hat ja hier einen Spalt. Und du schiebst ja jetzt hier rein. Genau das Teil. Okay? Okay. Das heißt, hier kommt jetzt ein Teil rein, gefräst, was dieses Patent hat, was man hier zwischenschieben kann. Mhm. Was aber dann eine Länge hat von ungefähr so eine Distanz. Mhm. Obwohl, nee, jetzt haben wir ja gerade gesehen, wir kommen nicht so weit rein. Vielleicht ungefähr nur sowas. Und dann ist das hier zwischen mit einem Winkel und dann kommt der Dämpfer wieder da dran und wir haben ein Sprungstück. Wir können alles genauso festschrauben wie sonst. Wir springen halt nur dieses Stück nach innen, haben somit mehr Platz für die Felge und können dann oben den Dämpfer nicht mehr so stehen lassen, sondern wir können anfangen, den Dämpfer zu kippen. Und wenn wir den Dämpfer oben kippen, können wir auch die anderen Döme verschweißen, wie hier. Tauschen die von rechts und links. Ich glaube, das müsste wirklich passen. Obwohl, nein, die sind gar nicht identisch, Armando. Die Radhäuser. Die sind nicht identisch rechts und links, die Radhäuser. Das sieht ein bisschen anders aus als das. Das brauchen wir sowieso nicht. Der Radhäuser kann man komplett rausschneiden. Ich brauche unten nur den Längsrahmen hier einschweißen. Das hier alles können wir auch im großen Kasten rumbauen. Können wir auch. Aber mir geht es halt um die obere Aufnahme vom Stoßdämpfer. Und bei Aufnahmepunkten muss ich sowieso einen Käfig da runter und dann kommen die eh da drauf. Okay, das geht auch. Ne? Das meinst du, dass das jedenfalls dann jedenfalls frei liegt? Ja, dann kann man nämlich hier auf den Rahmen den abstützen, ja. Nach vorne und komplett das Ding mit dem Käfig verbauen und dann kommst du da drauf. Denn das wieder zuzuschweißen, dass alles stabil ist, tatsächlich greifst du lieber da vorne und hier hinten an den originalen Rahmen, wo der Motor drauf sitzt. Ja. Ich überlege halt nur, ob wir, wenn der Käfig zum Beispiel so ein Kreuz hat und in dem Kreuz schweißen wir Platten an, die dann nachher die Aufnahmen haben für die Stoßdämpfer, ne? Was ja problemlos funktioniert. Ob der Stoßdämpfer dann aus dem Radhaus rausguckt oder ob der Stoßdämpfer integriert wird in diese Schale. Was wäre irgendwie schade, weil ich glaube, es sieht ganz geil aus, wenn hier die Stoßdämpfer zu sehen sind und wir vielleicht sogar die Reifen auch offen lassen. Weil es ist ja eh ein offener Motorraum. Ist alles offen. Genau, alles offen. Wir trennen das hier ab. Und was ist, wenn es nass ist? Spritzt da nicht alles hoch? Ja, aber tust du in deinem Motor ja auch. In deinem Auto. Ganz ehrlich, machst du so eine Plexiglasscheibe, so eine transparente. Und wenn sie dreckig ist, hast du ein paar 4 oder 6 Schrauben dran und machst sie ab und machst sie wieder sauber. Ja, gucken wir mal. Na, das wird auf jeden Fall noch viel, finde ich, Kreativität so
Es kann scheiße aussehen, kann aber auch unheimlich geil aussehen, wenn das so richtig roh, technisch wild aussieht, vor allem mit dem Bodykit. Weil in dem Moment, wo du das ja siehst, siehst du ja außen dann diese wilde Verbreiterung mit der Felge. Und das in Kombination muss ja irgendwie auch geil werden. Weil nur den Motor reinhämmern, dass das Ding irgendwie anspringt und funktioniert und man fahren kann, das ist die eine Sache. Aber das muss ja auch irgendwie meiner Meinung nach... Und das ist auch ein guter Freund von mir. Hallo Werner! Geil sein. Und diese Kombination, das ist ja das Ziel. So, das heißt, was wir jetzt verbinden werden, also die ersten Aufgaben sind, etwas mehr Raum schaffen, dass der Motor weiter nach oben kann. Ich denke mal, die 18 cm werden dafür sorgen, dass der Motor leider doch einen Hauch über die Scheibenkante hinausgeht. Was natürlich auch geil wäre, wenn man den Deckel so macht, dass das VR6 vom Deckel genau oben durchguckt. Das wäre mega. Optisch nur, auf jeden Fall recht. Nur dann müsste man den Motor starr verschrauben, ne, weil er ein bisschen bewegt, sich bewegt, und dann wäre das ein bisschen schnell kaputt. Das wäre natürlich nicht so geil. Aber trotzdem, Motor 18 hoch, dann sind wir ungefähr hier. Das heißt, wir sind einen Hauch über der Scheibenkante, was nicht so schlimm ist. Echt? Wie soll das gehen? Ist das echt zu easy, dass es drüber guckt da? Von der Höhe, ja. Mir geht es nur darum, wenn man jetzt hier so steht. Ja. Der Motor wird jetzt nicht da sein, sondern der Motor wird nachher ungefähr hier sitzen. Okay. Aber das ist auch sehr gut, dass er da sitzen wird, weil, wenn man jetzt dahinter guckt, haben wir das gleiche Problem wie bei dem E30. Wenn man so guckt, das sieht einfach scheiße aus. Ja. Dann geh mal runter. Ich stell dir mal vor, da würde die Achse so unten drunter hergucken. Da hast du nichts gekonnt. Nee. Das sieht stimmt. Halt echt sehr, 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 sehr schwach aus. Sieht so wie gewollt nicht gekonnt aus. Absolut. Aber in der Zeichnung war ja auch relativ viel Achse zu sehen. Mhm. Es wird nachher auch rechts und links Achse zu erkennen sein. Nur es muss halt irgendwie auch im Rahmen sein. Im Idealfall wäre natürlich dann, dass man diese Achsteile irgendwie auch lackiert oder pulvert, dass sie irgendwie auch technisch aussehen. Vielleicht gibt es ja sogar verstellbare CNC-gefräste Achsteile von einem Golf 3, der bei uns bei einem Golf 2 Hinterachse wird. Was man gut sehen kann, der Raum, der nachher für die Abgasanlage da ist, ist, finde ich, eigentlich ganz okay. Ja, wir kommen hier runter und dann kann man hier ja schon abbiegen, kann man hier einen Dämpfer machen. Ja, der Weg ist halt mega kurz. Also da kommst du halt direkt raus. Muss doch bestimmt extrem laut sein, oder? Ich will halt einen guten Klang, ne? Einen guten Klang. Wenn du das Ding so anmachst, ja, fliegen in Bochum die Scheiben aus dem Haus. Jetzt denkst du auch. Und wir sind in Dortmund. Genau. Also das ist halt beim VW6 ganz schnell ganz kritisch. Mhm. Aber da kriegen wir schon irgendwas Geiles hin. Muss ordentlicher Dämpfer rein. Genau. Ja. Und dann hört sich das ganz geil an. Der geht dann so quer, ja? So. Ich denke schon, ja. Ja, ja. Unten. Oder vielleicht auch zwei so Motorrad-Schalldämpfer. Muss man schauen. Irgendwas Kurzes, was auf jeden Fall dämpft und was so ein bisschen Klangbild schafft, weil das ist echt für den Arsch. Klar, im ersten Moment feiert das jeder. Aber auf Dauer kannst du das nicht. VR6 at is best, aber im Großen und Ganzen echt nicht so geil. Weitere Thematiken sind, der Seilzug muss ja nachher irgendwie da lang geführt werden oder durch die Mitte geführt werden, zum Pedal hinten wieder durch. Das heißt, ein relativ langer Gaszug. Benzintank, denke ich mal, kommt vorne rein. Aber können wir einen relativ kleinen nehmen, oder? Weil ja, der muss hier nur auf die Lasse See. Genau. Ja, es sind noch hier ein paar Denkaufgaben. Aber das Allerbeste ist, Leute, es ist jetzt gerade Freitag und kurz vor Feierabend. Das ist der beste Status für mich. Ich werde mich jetzt hinsetzen, wenn gleich alle weg sind, auf den Stuhl. Und dann wird gegrübelt und gemacht und getan. Und das wissen die ganz genau. Die kommen Montag wieder. Und dann hat Chef eh nochmal eine andere Idee. Und dann geht's los. Tschüss.